viele Nächte und man spielt quasi das alles durch. Man sagt, okay, was wäre jetzt, wenn ich die zwei Fässer zusammentue? Dann hat man dann 50-50. Und ja, es ist spannend. Ich kriege jetzt gerade, mein Manager ruft mich an. Moment, ich muss jetzt gerade mal dran gehen. Hallo. Was? Nee, ich kann den Chat nicht sehen. Ich sehe deinen Chat. Du hast Hallo geschrieben. Und sonst sehe ich nichts. Ja. Partizipanz. Nee. Pop-out-Chat? Nee. Toggle-Time. Pop-out-Chat? Hey, Moment! Warte mal, da ploppt gerade was auf. Nee, was sagen die denn? Ah, oh Gott! Hey, witzig! Jetzt, oh, ich habe gedacht, mich will keiner. Warte mal, jetzt muss ich erstmal. Ah, gut, also, ihr lieben Leute, jetzt sehe ich auch diesen Chat. Ich weiß zwar nicht, was ich gemacht habe. Jetzt sehe ich mich zwar hier nicht mehr. So, bin ich immer noch live? Bin ich live? Gut, alles klar. Dann machen wir das jetzt so. Sorry, ihr lieben Leute, ich habe gedacht, ihr lasst mich hier völlig im Stich. Bei mir war dieses Fenster, ich laber und laber. Bei mir ist dieses Fenster als nicht, weil. Und ihr textet mich auch zu. So, Achtung, ich muss das mal lesen. Also, hi Eva, ist Duzen okay? Klar, ich bin die Eva. Ja, und gerne für die tollen Videos. Die Reihenfolge für die Videos ist folgendermaßen zu wählen. Wenn ihr YouTube 1 habt, es gibt da Leute, die haben YouTube 1 und 2, die haben sich viel vorgenommen. Wenn ihr YouTube 1 habt, fangt ihr mit dem Weißburgunder Gutswein an. Dann trinkt ihr den roten Riesling. Dann könnt ihr entweder den Riesling zwischenschieben, wenn ihr so einen Kick braucht. Ihr könnt aber auch Souvenir Gris machen. Ihr müsst dann eine Scheurebe Intermezzo reinschieben. Ihr würdet die 19er Scheurebe probieren. Und danach Spätburgunder weiß gekeltert Feinherb. So, das wäre Päckchen Nummer YouTube 1. Ja? Also Weißburgunder, Rote Riesling, Souvenir Gris, Riesling, Scheurebe und weiß gekeltert Feinherb. Wenn ihr YouTube 2 habt, dann fangt ihr an mit Silvansen, habt dann den Riesling Kalkader, geht dann zur Scheurebe, die 2018er Scheurebe. Dann probiert ihr, ich muss das jetzt aus dem Kopf alles zusammenstückeln. Dann probiert ihr den Spätburgunder Weißgekälter trocken. Den könntet ihr auch nach dem Silvaner machen. Wäre beides möglich, also so oder so rum. Aber dann zum Schluss, und das ist das Wichtige, die beiden Weine des Schlusses wären Weißburgunder Halbstück und Spätburgunder Barrique. So, jetzt habe ich das hier gesehen. Und schönes Format. Ah, die 11 Komma ist gefragt worden. Über die 11 Komma hatte ich sogar im Live-Chat eben kurz geredet, automatisch, weil ich gar nicht wusste, was ich alles so sagen sollte und was ich zu mir selbst sagen sollte. Die 11,5 ist die 2018er, ist noch aktuell am Start. Ich habe den neuen auch noch gar nicht gefüllt, weil 18er, der ist so grandios geworden, da habe ich gedacht, der muss noch ein bisschen. Im Juni, Juli wird die neue 11 Komma gefüllt, ist wie immer Silvaner und Scheurebe drin. Und ich spekuliere auf 11,3. Ich glaube, es wird 11,3. Ich habe die Zahlen noch nicht, aber es schmeckt wie 11,3. Gut, dann. Wie kalt soll man Orangewein trinken? Orangewein, das habt ihr jetzt nicht im Paket. Wir haben einen gemacht auf besonderen Wunsch unseres australischen Praktikanten, der auch bei dem Clip Silvansen mitgespielt hat, also indirekt habe ich davon erzählt.
Ein Orangewein ist eine Art von Naturwein. Da darf kein Schwefel dran. Thema Schwefel ist ja auch immer so eine Sache. Wir schwefeln Weine, ja, wir sind Bio, das heißt, wir schwefeln Weine sehr wenig. Und wir machen es gerade so, dass es nicht oxidiert. Und Orangewein wird also auf der Maische vergoren. Weißwein wird normalerweise nicht auf der Maische vergoren, das sind die Rotweine. Und dadurch bekommt er so eine ganz, ganz besondere Aromatik. Fast schon so, als ob man im ersten Moment denkt, wenn man das dann trinkt, ist das Wein? Ja, es ist schon irgendwie Wein, aber es ist ja noch so viel Aromatik dabei, die irgendwie wirklich diese Maischegäraromen, die auch diese Bitterstoffe, die ja normalerweise im Weißwein gar nicht so drin sind, die einfach rausbrechen. Und dann kriegt er noch keinen Schwefel, deswegen wird die Farbe orange und also ein bisschen bräunlich quasi. Und was wir bei unserem Orange gemacht haben, Weißburgunder Orange Wein 2018, wir haben den dann auch nicht filtriert. Das heißt, der ist wirklich trüb in die Flasche gekommen. Ganz, ganz besonderes Erlebnis, dass man nicht zu kalt trinken sollte. Also ich empfehle Orange Wein leicht minimal angekühlt, dann macht er am meisten Spaß. So, der Frank, schön, dich zu sehen, Frank. Ja, ich freue mich und guck, was du für Fragen hast. Orangewein ist zu teuer und überbewertet. Besser ein schöner Halbstück Weißburgunder von Eva Vollmer. Ha! nett, ja, also zwei verschiedene Welten. Natürlich habt ihr den Halbstück auch vielleicht vor euch stehen, der auch eine ganz besondere Reise von Weißwein ist, weil Weißwein gefangen so lang in dem hölzernen Häuschen nimmt natürlich auch eine andere Aromatik an. Also wie der Orangewein auch, schlüpft der Weißwein in eine ganz andere Charaktereigenschaft, die ihm dann total gut steht. Also ich mag Weißweine, die im Holzfass gereift sind, aber nur die wirklich vom Holz geküsst und nicht so abgeschlabbert sind. Das heißt also, es gibt Weine, da hast du hier den Wein und BOM, setzt sich das Holz drauf und der Wein kann da gar nicht mehr raus. Und beim Halbstück ist es eher so, ja, wir vernetzen uns, wir verketten uns, wir passen gut zusammen und das geht nur dann gut, wenn die extrem lang da drin haben, um Zeit haben zu verschmelzen. Also das wäre die Variante Halbstück. Und wie lange wird es noch Riesling bei uns geben und wann wird es zu warm? Ich bin jetzt nicht Klimaforscher, aber ich habe echt schon einige Dinge dazu gelesen, gelernt und auch sogar mit Klimaforschern Weinproben gehalten. Das war ganz, ganz spannend und die prognostizieren natürlich einen Anstieg der Temperatur. Im Moment sind wir noch fein raus. Der deutsche Riesling ist immer noch so cool climate, also dieses frisch und säure und packend. 2018 war natürlich schon wieder fast nicht mehr deutsch. Also wenn du die Folgejahre, die normalen kühlgemäßigten Jahre siehst, ist 2018 oder auch 2015, 2003, die sind eigentlich schon ein Tick zu warm für Riesling, aber generell noch profitiert, das darf man gar nicht laut sagen, also noch profitiert, hat der deutsche Weinbau vom Klimawandel profitiert, dass noch in den 80er Jahren war es viel schwieriger, Wein zu machen, weil wir die Wärme nicht hatten. Jetzt stehen wir an der Kippe und wenn jetzt die Menschheit vielleicht sich besonders in dieser Zeit mal Gedanken macht, was sie mit der Erde macht und der Klimawandel sich verlangsamen wird, werden wir noch lange Riesling trinken. Aber vielleicht wird der Riesling umziehen, teilweise auf ein bisschen kühlere Hänge. Das wird erstmal passieren und es wird noch lange dauern, bis es gar kein Riesling mehr gibt. Ja? So, also, man kann mich sehen, man kann mich hören. Je höher, umso länger. Tieflagen in Baden sind zum Beispiel extrem gefährdet. Ja, Frank, du hast recht. Ich weiß auch, welcher Frank. Ah ja, genau.
Jetzt, richtig, jetzt sehen wir, jetzt weiß ich auch, wer du bist. Klasse. Ja, genau das, was ich gesagt habe. Dem Riesling wird es teilweise zu warm und es kommt ganz, ganz stark auf die Lage an. Aber wir sind noch in einem guten Topf. Wäre jetzt klasse, wenn der Klimawandel mal stoppen würde. Es wäre jetzt echt für viele, viele, nicht nur für den Riesling, sondern für viele, viele andere Dinge auf dieser Welt auch wichtig. So, mach doch mal ein Skyper oder ein Screenshot und sendet ihn. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich noch online bin. Ich habe noch Connection. Ach, jetzt habe ich hier wirklich diese zwei Fenster. Aber wir werden es schon sehen. Genau. Wir in Rheinhessen liegen tief. Yes! Ja, Grüße aus Bodenheim. Grüß zurück. Bodenheim hat natürlich auch ganz tolle Weine. Also auch Rheinhessen für die Leute, die vielleicht ein bisschen weiter wegkommen. Wichtig ist eben, ja, dass wir ja, dass wir noch lange da durchhalten. Ja. Grüße, genau, Grüße an die wunderbare K&M Weinhandlung in Frankfurt. Tolle Jungs, die die tollen Wein im Angebot haben, auch uns. Und wer jetzt in Frankfurt Lust kommt, rennt los. Die Jungs haben noch welchen da. Also, schöne Grüße, Bernd. So, wer schreibt denn hier? Ah, 2005 von Manicor. Genau. Das kann man auch Leckeres trinken. Also es gibt wunderbare Weine auf der ganzen Welt. Die Winzerinnen und Winzer, die trinken oft fremd. Was glaubt ihr denn? Ja? Heutzutage ist es ja nicht mehr so, dass du deinen Winzer hast und bist für immer damit verheiratet. Es ist schön, wenn er immer wieder zu mir zurückkommt. Da freue ich mich riesig. Ich freue mich aber auch, wenn Leute auf den Hof fahren und da ist schon was im Kofferraum drin. Und da sage ich, ach, schade, dass ihr gerade bei dem wart. Wenn ihr andersrum gefahren wärt, hättet ihr schöne Grüße sagen können. Also die Weinwelt ist offener geworden und man kann an vielen Stellen guten Wein trinken und das macht wahnsinnig viel Spaß. Ja. So, eine Frage von Peter Keller. Ah, ja, also was zeichnet die Scheurebe so besonders aus? Die Scheurebe, oh, ich muss mal einen Schluck Rotwein trinken, Moment. Ich erkläre jetzt die Scheurebe und trinke vorher einen Schluck Rotwein dazu, um mich anzupowern. Was macht Scheurebe besonders aus? Ihr habt ja auch in beiden Paketen Scheurebe drin. Und wer beide Pakete hat, der wird sich echt wahnsinnig drüber freuen, dass Scheurebe so immer auf ihr Klima drauf springt. Wir hatten jetzt ein paar wilde Jahre, mal kühler, mal heißer, mal ganz heiß. Und Scheurebe ist sehr, sehr klimaempfindlich und ist in jedem Jahr anders. Und legt in jedem Jahr einen besonderen Fokus. Und das ist das Spannende. Es wird ja oft gesagt, Scheurebe ist die deutsche Antwort auf Sauvignon Blanc. Der Vergleich hängt, weil wer zu war zuerst da? Die Scheurebe. Ja? Die Scheurebe ist hier in Rheinhessen geboren und ist hier heimisch und hat so eine besondere Filigranität und einen Tiefgang. Also im Vergleich zu Sauvignon Blanc, wenn man einem Sauvignon Blanc Glas trinkt, erst riecht, wenn man einem Sauvignon Blanc Glas riecht, dann riecht es so wahnsinnig und genial und boom, und es erschlägt einen fast, auch wenn ich bei einer Weinpräsentation bin und der Winzer neben mir macht Scheurebe auf, der sagt, huh, eben wurde eine, macht Sauvignon Blanc aus, eben wurde ein Sauvignon Blanc aufgemacht. Das riecht, das explodiert. Scheurebe hingegen, die fällt nicht mit der Tür ins Haus, sondern die duftet, die lockt, die riecht, die entführt in eine Welt, die aus einer Mischung ist zwischen Grün und Gelb. Je nach Jahr, also wenn das Jahr heißer ist, sind die Geschmäcker eher ein bisschen gelb. Wenn das Jahr kühler ist, kommen so die grünen Nuancen der Aromen raus. Ja? Also gelb würde jetzt bedeuten, keine Ahnung, die 2019er, finde ich bei gelb, wäre Maracuja in der Tat echt ein Wahnsinnsaroma, was man da voranstellen könnte. Es wäre aber auch die Grapefrucht, die dann auch eine leichte Bitterkeit mit reinbringt. Und das Grüne wäre so ein bisschen,
Ja, Sauvignon Blanc hat es ganz stark, so Gras und ja, diese Bohnenkraut und so. Das ist bei Scheurebe nicht so stark, aber ein Gefühl von irgendwas Floralgrün, was da noch mitblitzt. Und die 18er hat wenig Grün und die 19er ist voll in der Balance. Also zwischen Grün und Gelb. Und das macht Scheurebe so spannend auf die einzelnen Jahrgänge. Und bei jedem Winzer schmeckt sie auch ein bisschen anders. Also eine heimische Sorte, die schützenswert ist. So, dann. So. Sorry, ich habe gerade noch einen Appleboy. Lecker, Vollmerwein gibt es später. Ah, ihr trinkt Appleboy. Ich finde Appleboy ja auch total spannend. Ich habe ja gedacht, echt. So als Mainzer, als Mainzer Mädche, denkt man, ach, Appleboy, ja, da kommst du nicht so mit in Kontakt. Aber es gibt sogar Lagenapfelwein. Also auch bei anderen Obstsorten. Die Winzer müssen nicht immer nur hier, wir sind die Größten, wir sind das spannendste Getränk der Welt. Es gibt auch andere spannende Getränke. Und auch bei Appleboy gibt es Lagen. Appleboy, ja. Also man schmeckt den Boden raus bei verschiedenen Früchten. So ist es auch beim Wein gedacht. Also gerade der Riesling, der von der Kalkader kommt in eurer Probe oder auch die Scheurebe von der Kalkader, die befördern ihren Unterboden als Geschmack, als Eindruck mit in den Mund. Und man muss das nicht immer gleich verstehen und rausschmecken und sagen, ja, das ist doch der Boden von so und so. Und das ist echt für Fortgeschrittene, das ist echt für Profis, das ist was für Freaks manchmal. Manchmal schmeckt das der Winzer auch nicht immer gleich raus. Das ist was abgehoben ist und was fortgeschritten ist. Aber was jeder, und sei er noch so, egal auf welchem Level von Weingenuss man auch immer ist, im Sinne von Bildung, ja, oder wie viele verschiedene Weine man schon getrunken hat, also wie viel Weinwissen man sich angeeignet hat, diese Gesamtkomposition, die im Mund entsteht, da ist der Boden mit drin und ihr merkt es gar nicht. Und es ist nur ein Eindruck von, wow, genau dieses kleine Etwas, das schmeckt mir. Das kann der Boden sein. Und das macht den Wein dann so lecker. Deswegen muss man das gar nicht betitulieren, sondern kann es einfach nur für sich verinnerlichen, dass da was ist, was mir schmeckt. Und vielleicht könnte ein anderer Wein vom selben Boden genau dein Typ sein. Und das ist das Schöne am Wein trinken. Ja. So. Ja, mein Manager, mit dem habe ich gerade vorhin telefoniert. Ich hoffe, ich bin noch online. Ansonsten ruft er mich bestimmt an. Ja, ich bin live. Genau. Und ich habe fleißig geschrieben. Und die Reihenfolge, ah, warte mal, die kann ich jetzt. Ja, ich muss das gerade mal hier. Es muss nur schmecken, Hauptsache EU, immer schön probiert. Ja, also beim Wein gilt eine Grundregel, die heißt probieren, probieren, probieren. Es kann zum Beispiel auch sein, dass man in seinem Leben zwei, drei Rieslinge probiert hat. Und die haben einem nicht geschmeckt. War vielleicht nicht der richtige Winzer, der deinen Geschmack getroffen hat, war nicht der richtige Boden. War nicht die richtige Geschmacksart, war vielleicht zu trocken, war zu süß, war zu viel Säure. Hey, da kann man nicht Riesling von der Speisekarte streichen, sondern man hat immer wieder die Chance, Weine auch wieder zu probieren. Neue Chancen, andere Winzer, andere Geschmäcker. Also, ja, es ist spannend. Es ist spannend und ich darf dazu auffordern, immer, immer weiter zu probieren und auch mal sich auf Reisen zu begeben, die man entweder ad acta gelegt hatte oder als zu unbekannt empfunden hatte. Also vielleicht als zu komisch oder zu ungewohnt oder ah, da traue ich mich jetzt nicht so ran. Genau diese Reisen muss man gehen, weil da findet man das, was man vielleicht immer gesucht hat und nie wusste, dass man danach sucht. Also es lohnt sich auf jeden Fall, immer, immer weiter zu probieren. Da hast du recht. Wer hat es gesagt? CDH. CDH. Der CDH. Und der CDH hat auch gesagt, hier, den langen Jack von Dominik Lever, Kastanienhof aufs Bodenheim, den müsst ihr mal probieren.
Da hat er recht, den müsst ihr wirklich mal probieren. Der Dominik ist ein guter Kumpel von mir. Wir haben zusammen studiert in Geisenheim. Und ja, die Winzerszene ist groß. Und der lange Schack, das ist so ein riesenlanger Dackel, der hat Wein gemacht. Das schmeckt gut. Könnt ihr auch mal trinken. Klar, natürlich. So, dann ist noch hier noch eine Frage von Frank. Wie viele roten Riesling baut ihr an? Und gibt es Unterschiede im Weinberg und im Ausbau zum weißen Riesling? Der rote Riesling ist natürlich eine Sorte, die es schon so lange gibt, aber die so lange auch weg vom Fenster war und dementsprechend die Langzeiterfahrung und die Forschung nicht da ist, um jetzt so große Aussagen zu treffen. Und Roten Riesling, wir bauen den ja jetzt auch noch nicht Jahrhunderte an, sondern wir sind jetzt muss ich nachrechnen, 2016 war der erste Jahrgang. Genau, also im dritten Jahrgang und vorher war er noch 2 Jahre angelegt, also haben 5 Jahre Erfahrung damit. Das Feld ist im, oder der Boden ist, der ist ein bisschen Tonbeimischung dabei, da ist aber auch einiges an Kalk dabei, bisschen was Schroffes vom Lehm. Ich finde, er fühlt sich da sehr wohl. Dort stehen auch Rieslinge bei uns, in der Tat. Und ich glaube, dass sie sich gleichermaßen dort wohlfühlen, wobei der Unterschied auch ganz klar ist, dass die Traubengröße ist ganz anders. Ich glaube, das hat aber einfach mit der Sorte zu tun und nicht mit der Bodenart. Also kleine rosa, grau, lila Bärchen, die einen so ziemlich früh erwarten. Also als der noch ganz jung war, der Weinberg, mussten wir den wirklich ganz, ganz am Anfang holen, sonst wäre der in dem Zuckergehalt von der Traube, also diesen berühmten Öxle, wäre der total abgehauen und abgeflitzt. Und deswegen mussten wir ihn retten, weil er war auch schon so verdammt lecker als Traube. Also die Winzer probieren im Herbst immer ganz viele Trauben, weil sie einfach wissen wollen, wann ist die Reife da? Ja? Und das ist bei Riesling und roter Riesling gleich. Man muss dann gucken, löst sich das vom Fruchtfleisch, sind die Kerne bitter, sind sie nicht bitter? Also wir haben das parallel beobachten können, roter und weißer Riesling. Und der rote ist ein Tick früher und er ist ein Tick dichter als Traube schon. Also wenn ich da drauf beiße, habe ich mehr Inhalt und auch beim weißen Riesling brecht sofort so ein bisschen die Säure raus. Und das merkt man dann auch im fertigen Wein. Also ich glaube, der Kalkboden oder der Kalkanteil im Boden tut dem roten Riesling auch gut, wegen der Säurestruktur. Das tut dem total gut, aber auch dem weißen Riesling, weil die Säure halt einfach so ein bisschen einen harmonischen, stabilen Stand kriegt. Und nicht einfach so, bam, hier bin ich nämlich, wie ich bin. Ja. Genau, also der Ausbau ist nicht viel anders. Ich mache bei beiden auch Standzeiten. Traue mich beim roten Riesling noch gar nicht, noch nicht so ewig lange Standzeiten zu machen. Also mit der Beere zusammen ein bisschen schmoren lassen, bevor es auf die Kälter geht. Das ist die Standzeit, also das Schmoren der Beerenhaut im eigenen Saft. Ja. Und das zieht man dann über einen Zeitraum zwischen 1 und 24 Stunden und guckt dann, dass wirklich dieser Saft mit gewisser Energie und auch Geschmack von den Schalen aufgeladen wird. Und beim roten Riesling habe ich mich noch nicht ganz ewig getraut mit dem weißen Riesling, wie mit dem weißen Riesling, aber das wird die Zeit noch zeigen, das werden die Jahre zeigen. Ja. Und wie viel roten Riesling haben wir überhaupt? Wir haben, ja, insgesamt haben wir 11 Hektar am Start und von diesen 11 Hektar ist eine halbe Hektar roter Riesling. Guck noch mal ganz kurz. Boah, hab ich auch wirklich. Excellent Connection. Ich bin noch online. Ja. So, jetzt gehe ich hier in diesen anderen Modus. So. Genau, der lange Chuck. Und vergärt er auch spontan? Ja, das tun wir. Ich muss jetzt gerade mal die Weine aus der Probe durchgehen. Also die Weine, die jetzt auf den YouTube-Proben sind, sind alle mit Reinzuchthefe vergoren.
Das heißt also, die Hefen, die aus dem Päckchen kommen, die einfach keine Streuselchen sind und die tun ihren Job, die sind sicher, ja, die bewahren das, was ich im Weinberg mir als Mühe gemacht habe, weil sie einfach sagen, okay, Eva, du hast mir jetzt hier die und die Trauben beschert oder den Saft und daraus tue ich meinen Job machen, nämlich aus Zucker Alkohol produzieren. Das funktioniert mit denen auch sehr gut und zuverlässig, weil sie dafür geschaffen sind. Dann gibt es die wilden Hefen. Und ja, die haben wir auch. Die wilden Hefen, die passieren einfach so. Also die sind die Flora, die im Keller, also hauptsächlich im Keller, man hat lange Zeit gedacht, das wäre sehr, sehr viel Weinbergsflora, aber es ist das, was im Keller so rumschwirrt. Und das fängt dann an, den Wein mit Gärung zu beseelen. Nur die Jungs da, die im Keller rumschwirren, denen ist nicht immer so alles zuzutrauen. Die machen geniale Sachen, also geniale Weine. Deswegen unsere Lagenweine werden spontan vergoren. Weil es ist individuell, es ist ein bisschen verrucht, ein bisschen mystisch. Also die Jungs machen tolle Job, aber es ist so ein bisschen verwegener. Nicht so klar, wie die aus dem Päckchen kommen. Und wir haben sogar, und das meine ich jetzt ehrlich, als wir in den neuen Keller eingezogen sind, wir waren erst quasi Garagenweingut und haben unterirdisch in unserem Hauskeller mit dem Wein angefangen. Und die Tanks haben auf Steinen gestanden. Also Steine, die so ein bisschen diese Flora dann auch hatten. Die waren wirklich schwarz, diese Steine, weil die Flora hat drauf gesessen. Die Hefen, die wilden Hefen. Und mein Mann hat gedacht, die Eva, die ist doch bekloppt, als ich gesagt habe, Robert, wir müssen diese Steine da hochschaffen. Also die Steine, die er ja ausmerzen wollte, weil er hatte dann für die Tanks hatte er so Füße extra schweißen lassen und die sollten dann oben in dem frisch gemachten, frisch gefliesten, wie eine Speckschwarte glänzenden Keller, sollten diese Steine eingeräumt werden. Und sie wurden eingeräumt. Ich habe das extra veranlasst. Und die wilden Jungs, die wilden Hefen, sind umgezogen von dem unterirdischen Keller, in dem wir 5 Jahre lang gewerkt und gewirkt haben, hoch in den oberirdischen Keller, der jetzt das neue Zuhause ist. Und ja, der Umzug hat geklappt. Also, wilde Hefe, super Geschichte, aber nicht fürs ganze Sortiment, sondern oben in der Spitze des Eisbergs in den Lagenweinen. So machen wir es. Jetzt habe ich mir ein kleines Hütchen aufgesetzt. So, wo kaufen wir unsere Holzfässer, ist gefragt worden. Es ist so ein bisschen zwiespältig. Man weiß nie, an was soll man glauben, an welchen Geschmack glaubt man auch, der aus dem Fass kommt. Wie viel ist ein Küfer, also derjenige, der das Fass zusammenschustert, also eine hohe Kunst, dieses Küferhandwerk, Holz so zu vernetzen, dass es dicht ist, finde ich ganz wunderbar. Wo kommt das Holz her? Wo wächst diese Eiche? Ja? Wir haben übrigens ganz neu ein Akazienfass im Keller. Total spannende Reise. Da haben wir Scheurebe reingelegt. Also, wo wächst das? Wer hat das handwerklich gemacht? Und wie stehst du im Gefühl zu diesem Fass? Das sind die drei. Wie vertraust du auch dem Gesamtkunstwerk? Und auch ausprobieren, was für Fässer stehen deinem Wein? Wie ist der gewisse Stempel, der da auch aufgedrückt wird? Und wir haben verschiedenartig probiert und sind auch verschiedenartig gelandet. Wir hatten am Anfang gebrauchte französische Fässer gekauft von einem Winzerkollegen, von einem super guten Winzerkollegen, der Pete Wetz, der Christian. Der hatte uns die weiter vererbt, weil er sich wieder neue gekauft hatte. Super Geschichte. Was war das jetzt? Silver aus Frankreich. Ich wollte aber auch den regionalen Stempel, den heimischen Stempel ganz klar draufsetzen und hatte neben dem französischen Holz auch gleichzeitig Gies, also Pfälzereiche angeschafft. Und die zwei zusammen ergeben für uns das perfekte Etwas. Also hier ist international und heimisch miteinander verknüpft. Es ist aber so, dass es auch große Fässer gibt, die ein bisschen anderes Kaliber sind. Also
Standard wäre ja die kleinen Büchschen, die 225 Liter Barrique-Fässer, in denen auch der Spätburgunder der Barrique vergoren ist. Nicht vergoren, sondern gereift. Der ist in einem Fass vergoren und dann in so einem Holzfass gereift. Und die anderen Fässer, in denen auch der Halbstück reift, die sind aus Franken. Franken, da muss man ja das R ein bisschen rollen, was man als Rheinhesse gar nicht so richtig kann. Gott, ich bin also ganz schlechte Dialektimprovisateurin. Ja, ich kann nur Rheuhessisch, ja. Also, wie kam dieses fränkische Fass in unser Haus? Ist eine ganz nette Geschichte und hat sehr viel mit Vertrauen und gut, vielleicht ist es jetzt so ein bisschen auch eine weibliche Ad-hoc-Entscheidung gewesen. Frauen entscheiden ja so ein bisschen manchmal so, was ist das, rechtshirnig, ja, aus dem Herzen heraus und direkt und auch übers Gefühl. Und mein Gefühl hat mich nach Franken geführt, aber eigentlich im Nachbarort, im Rheinhessen, in Niederolm, da war eine Winzermesse, die berühmteste Winzermesse. Und ich gehe so durch die Gänge und von Weitem sehe ich einen gestandenen Mann. So richtig, so ein richtiger Kerl. Mit Händen wie Boote. Ja, so richtige Schaufeln. Ja. Und der steht so ganz verlassen und nichts, also der hat gar nicht geredet, sondern der steht einfach nur mit seinen großen Händen vor den Fässern. Fränkischer Winzer, fränkischer Küfer. Und ich bin hingegangen und habe gesagt, dein Fass will ich. Und seitdem kaufen wir fränkisches Holz. Also super, super Entscheidung, die aus dem Bauch heraus getroffen wurde und die ganz genau richtig auch für unser Halbstück ist. So, dann, oh, der Klaus fragt, hallo Eva, ich duze jetzt mal im Chat. Ja, bitteschön, Klaus. Ich duze zurück, so ganz unverschämt. Ja, wir haben uns immer gesiezt, jetzt duzen wir uns einfach. Ja. Der Wuppertaler Weinkonvent fragt an, in Vertretung von Klaus, was meine Meinung über roter Riesling im Vergleich 17, 18 und 19 ist. Boah. Da habe ich mir überhaupt noch keine Gedanken drüber gemacht. Gute Frage, echt gute Frage, wenn man so über die Jahrgänge probiert. In 17 waren die Reben, also 16 hätte noch gar keinen Wein geben dürfen, da habe ich so ein paar Träubchen abgeknapselt für die ersten heiligen Fläschchen. Das waren 40 Fläschchen, also zähle mir den mal nicht. 17 war der erste richtige Jahrgang. Da gab es auch noch wenig. Und die jungen Reben. Ich glaube, dass in 17 eine völlig geniale Balance gelungen ist aus der perfekt eingebundenen Säure, die so ganz kribbelig und grisselig nebendran war, und diesem weichen, bärigen Ton von Riesling. Aber die Säure hatte schon jetzt im Vergleich zu 18 und 19 ein Tick mehr zu sagen. Der 18er, der war gnadenlos und brutal und bis zum Anschlag trocken. Aber das hat man ihm überhaupt nicht angeschmeckt. Null. Also jetzt mal, ich rede nicht so gern von Zahlen. Bin auch nicht so der Zahlenmensch. Bin ja eher so hier oben im, rechts unterwegs. Ja, rechts hier nicht. Ich rede sehr gern in Bildern. Aber um eine Zahl hier rauszufuttern, pfeffern, der rote Riesling, der hatte unschlagbare 0,3 Gramm Restzucker. Furztrocken, würden die Rheinhessen sagen. Oder brottrocken. Staubtrocken, sagt man so. Ja. Das hat man dem nicht angeschmeckt. Da war diese stoffige Bärigkeit in der Mitte. Die Säure nicht so ganz wie in 17, sondern wirklich völlig in der Balance. Und hat dem Wein einfach so eine Stimmigkeit in sich gegeben, die vielen Leuten einfach diese Wärme aus dem Jahrgang 18 mitgegeben haben. Gefühlt. Also man hat sich mit dem Wein wirklich in diese, und da spreche ich eigentlich für alle 18er, diese Sonnenstrahlen aus 2018 sind in den 18ern durchweg schmeckbar. Und ich bin heidenfroh, dass das nicht alkoholisch geworden ist. Oder ja, fett, plump. Boah. Ja, da hat ja jeder Angst gehabt. Hey, ist das zu breit?
Das war nicht breit, das war weich, das war angenehm, das war rund. Und das ist auch lange lagerfähig. Also wenn ich jetzt den 18er Roten Riesling noch trinken würde, weil davon gibt es nur noch, also entweder in euren Kellern, also in meinem gibt es, glaube ich, noch vier heilige letzten Flaschen, die ich mir für ein ruhiges Stündchen mal zurückgelegt habe. Oder auch die zwei Reserveflaschen, die die Rückstellproben sind für die Ämter. An die darf man noch nicht dran. Irgendwann trinken wir die auch. Und ja, ich habe ihn schon lange mal probiert, aber so wie ihn in meiner Erinnerung schwebt. Und der 19er, der ist jetzt natürlich halt noch jung. Da fügt sich das noch zusammen. Die Säure steht im Moment ein Mini-Tick noch drüber und vorne an, weil 2019 war halt auch ein bisschen forscher. Der war so ein bisschen pui, ja. So ein bisschen mit kälteren Nächten im Herbst ausgestattet. Und diese kühlen Nächte, die haben halt einfach ein bisschen Säure mehr konserviert. Und die ist jetzt ein bisschen über dem weichen Bärenmittelteil, aber die wird sich noch völlig einpendeln. Das sehe ich dem Wein in der Zukunft auch zu. Ja, Akazienholz für Scheurebe, wunderbarer Name, der dann auch das hat der Frank gesagt oder gefragt oder bemerkt, Akazienholz und Scheurebe gibt's nur bald in der Schweiz, weil ich das als Sonderfüllung für den Peter Keller gemacht habe, der sich das mit mir zusammen ausgedacht hat, weil wir gedacht haben, diese 18er Scheurebe, die hat doch noch irgendwie einen weiteren Sinn, die hat dann noch irgendwie noch eine weitere Bestimmung und eine weitere Stilmöglichkeit. Und ich habe bei der Annette Klosheim, eine ganz, ganz tolle Winzerin von der Nahe, habe ich einen Sauvignon Blanc im Holz gereift, ausgebaut, eben probiert, fand es so spannend und habe gesagt, so, das kann die Scheurebe auch. Jetzt erst recht. Und das hat sie super gemeistert. Es ist eine ganz, ganz andere Erfahrung von Scheurebe. Akazienholz hat im Vergleich zu Eichenholz nicht so diese Vanillenummer und diese ganz klare, so ein bisschen ruppige Holzvanille, vielleicht auch im Rotweinbereich, Schoki oder auch Röstaromen. Das hat Akazie gar nicht, sondern Akazie erinnert so ein bisschen auch an den Geruch, an den frischen Waldgeruch von diesen Kiefernadeln, also frische Tannennadeln, die so einen ganz sanft grünlichen, aber doch holzigen Geruch abgeben. Und das zusammen mit diesen gelben Scheurebenaromen ist total abgefahren. Und wie gesagt, das Kind hat auch einen Namen, heißt Grazie aus Akazie und ist ein Versuch, der nicht das letzte Mal stattgefunden hat. Ich werde damit spielen und werde schauen, was die Akazie noch in der Zukunft bringt. Das ist jetzt eine Spielwiese, die wir uns für die Zukunft jetzt mal aufgemacht haben und wir schauen, was dann noch so passiert. So, jetzt kam der Vorschlag, Silvansin, also den Silvaner mit dem Schwapps Riesling in dieses fränkische Holz. Also übrigens, dieses fränkische Holz ist der Küfer, der heißt Aßmann. Also Silvansin rein in Aßmann. Von der Idee her super. Und weißt du was, Frank? Diese Idee, die hatte ich vor ein paar Jahren auch. Da gab es zwar noch keinen Silvansin, aber natürlich gab es den Silvaner Ortswein schon seit zu unserem ersten Atemzug. Und im Jahr 2011 hatte ich die verrückt geniale Idee, diesen Ortswein dann auch zu veredeln mit dem Holz. Und ich habe den ins Holz gelegt und raus kam ein Wein, der 2011er Silvaner Selektion oder der 2011er Silvaner Ortswein, der irgendwie, also die Aromen waren ein Stück runtergeschraubt und das Holz saß da on top.
Und es wurde aus dem rheinhessischen Silvaner-Typ so ein bisschen ein leichter Anklang von auch einem fränkischen Typ, weil fränkische Silvaner sind schwerer, sind voluminöser, haben auch diese Waldböden und diesen Muschelkalk und so ein bisschen, boah, so ein bisschen opulenter im Vergleich zu diesem etwas tänzelnderen Rheinhessen-Style. Und irgendwie waren die Leute verwirrt. Also der Elver Silvaner, da habe ich ganz, ganz lang mit gekämpft. Vielleicht habe ich ihn auch zu früh gebracht, um den Leuten das als Stil wieder schmackhaft zu machen. Also die waren auf Frucht und auf Birne, die waren auf Quitte gefasst und hatten das Holz on top. Und ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe mir schwer getan, den Leuten es zu verkaufen. Haben dann weggelegt und siehe da, 2 Jahre später habe ich ihn wieder gebracht und er kam super gut. Aber es war ein Experiment, was schon echt anstrengend war und langen Atem gekostet hat. Deswegen habe ich auf lange Sicht dem Weißburgunder den Weg frei gemacht, für uns gesprochen, auf Holz, weil ich finde, da ist es immer wie die Faust aufs Auge und es ist auch immer so, dass ich voll zufrieden bin. Und beim Silvaner bin ich einfach noch nicht sicher. Aber du hast recht, der Silvaner, der wird es gut vertragen. Der wird es echt gut vertragen, aber ist jetzt halt schon in der Flasche. Wir können jetzt schwer, wir müssten mal so einen Mini-Barrik erfinden. So 0,75 Liter Barrik. Vielleicht sollte ich das mal beim Küfer im Auftrag geben. So ein Baby-Barrik. Ja? So ein Barrik in Form von einer Flasche. Und dann müsste man das umfüllen und dann müsste man es mal als Testversion machen. Das wäre spannend. So, das ist jetzt die Aufgabe für die Techniker, für die Küfer dieser Welt. Und die werden dran zu knabbern haben, denke ich. So, ja, ach, jetzt witzigerweise, der Frank, ciao, wenn du noch dran bist, vielleicht bist du noch dran, der ist die ganze Zeit in der Fastenzeit gewesen und hat ja gar nicht die Weine mitprobiert. Also der hat so viele tolle Fragen gestellt und sich die jetzt verinnerlicht für nach der Fastenzeit. Also ja, Winzerinnen-Chat und die Winzerinnen-Sprechstunde funktioniert auch ohne Wein, im Zweifelsfall. Aber nicht so gut. Nein, also super, perfekt. Finde ich klasse. Man kann chatten und ein Gläschen Wein trinken oder auch nicht. Oder sich darauf freuen und darf gespannt sein. Ja, also er hat jetzt die ganzen Antworten. Ihr habt die Antworten. Aber ihr könnt auch gerne anfangen, weiter Fragen zu stellen. Ah, ich habe noch eine Frage drin. Aha. Also, Klaus Dahlmann ist mir auch, ist auch hat die meine Kommentation zum Roten Riesling gespannt verfolgt und genossen, dem zu lauschen. Und er ist sich beim 2018er Roten Riesling unsicher. Es ist halt wirklich, also ein anderer Stil. Diese Sonne gefangen in der Flasche gibt einen reiferen Typ. Ich fand ihn klasse als Stilistik. Und vielleicht ist der eine oder andere überfordert oder er wurde zu früh probiert, kann ja auch sein. Oder die Stimmung war gerade nicht so. Das ist auch ein wichtiges Argument und eine wichtige Bemerkung. Wein schmeckt nicht jeden Tag gleich. Die unterschiedliche Stimmung und die unterschiedliche Umgebung, die unterschiedlichen Menschen, mit denen wir Wein trinken. Im Moment sind es ja leider nicht so viele, mit denen wir gleichzeitig Wein trinken können. Aber diese ganzen Faktoren lassen den gleichen Wein oder auch mal bei anderen Lichtverhältnissen, hast du Stress gehabt auf der Arbeit? Haben die Kinder heute im Homeoffice zu viel genervt? Ja, diese ganzen Faktoren machen den Wein anders. Aber ich denke, gerade in so besonderen Momenten, auf so Reisen, die wir jetzt machen, also Wein trinken, zusammen direkt und doch nicht direkt, das wird ein besonderes Erlebnis sein, was uns im Kopf festsitzt und wenn wir dann draußen auf der Sonnenterrasse sitzen,
werden wir den Wein noch mal ganz anders abrufen. Das glaube ich ganz, ganz sicher. Ja, also Stimmung spielt eine Rolle. Und auch Jahrgang, natürlich Jahrgang. Ja. Hey, da isst schon jemand was dazu. Das finde ich lecker. Also für mich ist es ja noch ein bisschen hin, bis ich mir die ganzen Sachen, die ihr euch jetzt vielleicht schon auf den Tellern kreiert habt, dann auch genehmigen kann. Ich bleibe jetzt mal bei Flüssignahrung und Souvenir-Gris, ja, wir sind total, total begeistert über diese neue Welt, die uns eröffnet wurde. Wir waren jahrelang ja klassisch unterwegs, immer heimisch unterwegs, sprich die Sorten, die hier von Haus aus wachsen, also Riesling, Burgunder, die Scheurebe, auch Silvaner, der Dornfelder im Rotweinbereich. Genau diese Sorten haben es uns angetan. Die sind natürlich aber Sorten der die nicht Resistenzen zeigen. Das heißt, sie sind schon anfällig gegenüber dem, was da so kreucht und fleucht und schwirrt. Also klar, der Weinbau hat mit Feuchtigkeit zu kämpfen und auch mit Krankheiten. Und wir als Öko-Weingut versuchen mit so ein bisschen seichten Mittelchen und auch mal Tees und Fenchelöl und Schwefel, also verschiedenen Mittelchen, Backpulver, die nicht so ganz hardcore sind, da dagegen zu wirken. Aber es ist wirklich, wirklich, wirklich äußerst zukunftsträchtig, auf die Sorten zu setzen, wie Souvenir Gris, die eben nicht schützt, die sich selbst schützen. Die also von Haus aus einfach Abwehrkräfte haben, die da nichts ranlassen. Und wir haben, nachdem der erste Souvenir Gris in der Flasche war oder nachdem der erste Souvenir Gris im Tank geworden ist, direkt auch wieder einen angelegt, weil ich finde, dass das absolut die Zukunft ist und mache mir auch Gedanken. Ich meine, der Weinbau denkt immer, also ich muss jetzt an die nächsten 40 Jahre denken. Ist ja verrückt. Ich muss gerade mal rechnen, wie alt ich bin. Ich bin so circa 38. Nee, ist also so ziemlich genau 38. Und jetzt muss ich überlegen, was ich jetzt pflanze, damit noch in 30 Jahren, bin das dann noch ich? War das bin noch ich? Was ich in 30 Jahren ernte, was dann auch vielleicht die nächste Generation, wenn sie denn Lust drauf hat, bitte, bitte habt Lust drauf, aber wenn ihr keine Lust habt, dann macht einen anderen Job, den euch Spaß macht. Also, du musst jetzt pflanzen und guckst in die Zukunft. Und Souvenir Gris ist für mich ein Teil von der Zukunft. Und bei dem nächsten Weinberg, den ich anlege, denke ich an diese Art von Reben. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es wieder Souvenir Gris wird, aber ich glaube, das wird als nächstes auch wieder angepflanzt werden bei uns. Ah ja, Fastenzeit habe ich jetzt schwer gemacht. Ich bin auch, also ich bin dieses Jahr offensiver und auch räudiger Fastenzeitbrecher, muss ich ehrlich sagen. Also als es hier losging mit diesem Kram, den wir jetzt da haben, ihr wisst, von was ich rede, ich werde das nicht betitulieren, was wir jetzt haben. Ihr wisst, was wir alle haben. Als es losging, habe ich schon gespürt, das wird irgendwie nichts dieses Jahr mit der Fastenzeit. Also nach wie vor esse ich keine Süßigkeiten, tapfer, tapfer. Auch kein Kuchen, tapfer, tapfer. Aber diese ganze Weinentbehrungsnummer, die die Winzer ja gerne mal für 40 Tage machen, natürlich probieren wir noch weiter. Also wir können nicht, als Winzer kannst du nicht sagen, Goodbye Wein probieren ist jetzt nicht mehr für 40 Tage. Sondern es wird dann auch nach wie vor probiert, aber auch ausgespuckt, leidigerweise ausgespuckt. Und man freut sich dann auch wieder nach dieser Zeit wirklich aufs Weintrinken. Und zu Recht, ja. Also abends zusammen mit einem Gläschen Wein zusammensitzen, beim Abendessen oder auch danach, das hebt enorm die Lebensqualität.
Warum ist bitte schön mein Telefon an? Sorry, ich muss mal kurz. Eva Vollmer? Hallo, guten Abend. Mein Mann pflanzt den Raps. Ich gebe Ihnen jetzt gerade meine Handynummer und dann rufen Sie den an. Weil Sie sind jetzt gerade live auf YouTube. Ich mache gerade einen YouTube-Chat. Und ich gebe die kurz mal durch. Das ist 0173. Merken Sie sich einfach die Nummer. Ich muss jetzt gleich wieder weg. 0173 45 72 464. Genau. Ja, dann fragen Sie den. Danke, Toto. Hey, warum ruft mich eine an? Ich hatte gerade eine Frage über Raps. Die kam mir gar nicht gering. Wir wollen nicht über Raps reden, wir wollen über Wein reden. Aber live ist live. Und ja, Fastenzeit ist gegessen bei uns. Ich werde es irgendwann nachholen. Wir werden ja viele Sachen nachholen, so auch die Fastenzeit. Ja, aber es, genau, der Klaus hat es gerade gesagt, vielleicht zu früh probiert, der 18er, aber ja, witzigerweise, man kann es da nicht mehr gut machen, weil es gibt kein einziges Fläschchen 18er mehr. Du lässt die Katze aus dem Sack und sagst, heute ist der Zeitpunkt für diesen Wein gekommen. Und manchmal gibt es kein Zurück und keine Wiederholungsmöglichkeit. Und das ist aber auch das Schöne an Wein, dass jeder Moment dann auch heilig ist, den man mit dem Wein hat. Und wenn es zu früh war, war es trotzdem nicht verkehrt. Sondern es war halt einfach mal die Erfahrung wert, dass es jetzt halt vielleicht zu früh war. Und man kann in seiner Gedankenwelt das weiterspinnen, wie es ist, wenn sich ein Wein weiterentwickelt. Also viele Weine werden zu jung getrunken, das ist ganz klar. Das ist wirklich auch Tatsache. Ich finde aber, dass dass man diesen Moment genießen muss und dass man auch nicht Wein so heilig ins Regal, also es gibt bestimmte Weine, das machen wir auch, die verehrst du so in deinem Regal und dann stehen sie da und dann sagst du, nein, heute kann er nicht dieser Moment sein, weil den habe ich doch so ganz besonders da und da gekauft und ich warte noch. Und wenn er dann mal nach weiß ich wie vielen Jahren so eingestaubt ist, dass er vielleicht nicht mehr schmeckt oder dass der Moment vorbei ist, dann hat man diesen Moment verpasst. Also man darf nicht jahrelang auf Momente warten, sondern man muss auch, manchmal gibt es Montage, die sind besonders. Dann sagt ihr, heute ist der besondere Montag-Moment für diesen Wein, den ich mir für den besondersten Moment überhaupt zurechtgelegt hatte. Dann muss er raus, dann muss er ins Glas. Also, nicht zu früh und nicht zu spät, das ist der Trick. Und natürlich ist 2019 ja noch arg früh, das ist das erste Rendezvous, was ihr habt. Wenn ihr YouTube 1 gewählt habt, dann habt ihr ein erstes Rendezvous und da wird noch ganz viel Entwicklung da sein, aber ich finde, der 19er, der ist schon mächtig auf Zack. Ja, also wenn ich mir gerade da so die Scheurebe betrachte, die hat mich ganz schön umgehauen. Also bin stolz und glücklich, dass die jetzt schon so fit sind, die 19er. Und deswegen haben wir auch die Probe jetzt gemacht, weil wir gesagt haben, die sind jetzt schon so weit, die gehen noch einen Weg weiter, aber da kommt noch ein bisschen was. So, ich guck mal, was hier noch gefragt ist. Genau, der Frank und ich, wir klären den Rest das nächste Mal, Eye to Eye oder auf Skype oder irgendwo, ja. Also ich kriege immer mehr Souvenir-Gris-Fans an den Bildschirmen. Das freut mich natürlich riesig. Habe ihn ja auch schon gehuldigt und gelobt. Und es gab eine Zeit lang, da haben diese neuartigen Rebsorten, diese sogenannten Peewees, ist ja auch irgendwie fast so ein bisschen Peewee, was soll das sein? Pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Es ist neu, es ist ungewohnt und manchmal hat es Namen, die sind einfach nur, was fange ich damit an? Ja, deswegen ja Souvenir Gris, portionsweise mal herangeführt. Aber wenn dann der Gaumen erstmal das gespürt hat, dann lernt man ganz schnell, wie man das ausspricht, weil man möchte es ja auch bestellen an der Theke.
muss sagen, ich bestelle mir ein Souvenir Gris, ja. Und das mit einer Inbrunst und mit einer Festigkeit in der Stimme, dass man das auch richtig ausgesprochen hat. Ja? Also diese ganzen pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, die hatten ja teilweise furchtbare Namen und kriegen immer noch furchtbare Namen. Also mit Regent hat es angefangen. Regent, pff, das hört sich ja fast an wie Reagenz. Also neue Namen sind immer schwierig. Ich meine, Riesling ist ja auch eigentlich nicht der hübscheste Name auf der Welt, aber er hat sich halt so eingesprochen. Ja? Wenn man sich wirklich mal überlegt, klingt Riesling sexy? Nicht wirklich. Aber ja, in den Köpfen ist Riesling halt als Schönes abgespeichert. Und man muss auch manche Sachen halt erstmal lernen. Auf dem Gaumen lernen und zum Aussprechen lernen. Und ja, wir werden uns schon an den Souvenirkrieg gewöhnen. Tut er ja auch gerade. Ja. So, jetzt. Ah ja. De Gude schreibt. Gude aus Frankfurt. Netter Name, finde ich cool. Oder sagt er einfach Gude aus Frankfurt? Nee, Gude. Gude aus Frankfurt, Gude aus Mainz. Gibt in Bad Dürkheim und sicher auch woanders Küfer, genau, Bad Dürkheim, die schöne Pfalz, die 1, 2, 3 oder 5 Fässer, 5 Liter Fässer machen, das sind die zwei kleinen, funktioniert aber sicher nicht gut, da die Reifung durch die große Oberfläche sehr viel Holz abgibt. Ja, da hast du recht, also dieses frische Holz, dieses nackte, frische, getoastete Holz, ist was anderes als die Mittlung aus auch Reifenholz. Und ja, also je kleiner ein Gebinde ist, umso mehr Holz oder Aroma des Gebindes wird natürlich in die Flüssigkeit auch reingeballert. Umso jünger es ist und umso kleiner es ist, gibt es mehr Holz. Deswegen sind die Barrique-Fässer ja auch sehr stark am Holz abgeben. Und diese großen 600 Liter Fässer etwas schwächer. Ja, also man kann das wirklich, und da hat er rechte Gude, man kann das schwer einfach nachspielen, diese Reifung. Man muss das ausprobieren und man muss, also ich mache es anders. Ich lasse Gedanken reifen in meinem Kopf. Ich habe einen Wein auf der Zunge, der hat einen speziellen Charakter. Der hat eine ganz, ganz besondere Art. Und dann kreiere ich im Kopf das dazu, jetzt zum Beispiel die Akazie oder das andere Holz, die Eiche. Ich muss das im Kopf vorweg kreieren. Und wenn du im Kopf damit klar bist, dann wird es funktionieren. Ich hatte selten wirklich die Tatsache, dass ich bitterbös enttäuscht worden bin von dem Vorspiel in meinem Kopf, irgendwas zu tun im Weinbau. Es ist alles vorher im Kopf passiert und dann wird es gemacht und dann hat es so zu sein. Und es ist immer gut, wenn man vorher sich da rein versetzt hat. Deswegen, learning by doing, learning by drinking. Das machen wir ja auch gerade. Wir lernen es einfach anders zu tun. Mir macht es ganz viel Spaß, aber ich muss jetzt mal einen Schluck Wein trinken. Tut mir leid, ich habe noch eine Frage gesehen, aber geht halt nicht. Die Winzerinnen sind halt auch nur Menschen, die ihre Fastenzeit brechen. Was wird dann noch gefragt? Darfst du schon verraten, was du für einen Wein in der Weinbox zum Film hast? Das ist natürlich eine tolle Frage. Diese Wein-Weiblich-Rieslinge, hier ist schon der erste Wink mit dem Zaunpfahl. Es wird diese Wein-Weiblich-Box geben. Diese Wein-Weiblich-Box besteht aus 5 Bestandteilen, wobei eine davon auch ein bisschen männlich ist. Ja? Also in dem Film Wein weiblich begeben sich die Kinobesucher jetzt erstmal online. Also es wird erstmal online stattfinden, dieses Festival, dieses Kinofestival. Die begeben sich auf eine Reise zusammen mit völlig verschiedenen Charakteren. Und die haben alle den Job, in dem Film einen Riesling zu machen. Und wenn du diesen Frauen, 4 Frauen und einem Mann,
Stuart Pickett, dabei zuschaust, wie die da rangehen, vom Kopf her und von der ganzen Vorgehensweise, von den Gedanken, von der Machart her, dann glaubst du, du filmst in 5 verschiedene Filme rein. Und es fügt sich dann alles zu einem Puzzle zusammen. Und während diese Rieslinge entstehen, entsteht dann auch für denjenigen, der das dann später in dieser Box trinkt, der Charakter hinter dem Wein. Und das wird ganz klar spürbar und schmeckbar sein. Und was ist jetzt der Eva? Das war hier die eigentliche Frage. Was ist der Eva Riesling? Der Eva Riesling ist ein 2018er Gaubischofsheimer Herrenberg, den wir auch sonst so im Programm haben. Der ist sonst bei der Lagenweinschiene angesiedelt. Das heißt, der bildet zusammen mit dem Niersteiner Pettental, ich mache mir schon wieder einen Hut, mit dem Niersteiner Pettental und dem mit dem Ebersheimer Hüttberg bilden die das Lagentrio. Also Herrenberg, Hüttberg, Pettental. Und den Herrenberg habe ich mir rausgegriffen für eine ganz, ganz besondere Reise. Also meine persönliche Reise in dem Film geht darum, dass ich diesen Herrenberg in der Mitte durchgeteilt habe und habe eine Hälfte biologisch und die andere Hälfte biodynamisch ausgebaut. Also ganz, ganz bewusst 2 verschiedene Anbaumethoden oder auch geistige Methoden, kann man es schon fast nennen, in diesem einen Weinberg. Und die biodynamische Hälfte ist mein Wein-Weiblich-Wein. Die andere Hälfte habe ich auch ausgebaut und habe gedacht, um möglichst viele Menschen dann auch glücklich zu machen und denen ein bisschen in die Welt eintauchen zu lassen, habe ich diese Bio-Variante Herrenberg, die indirekt auch Filmschauspieler ist ja derselbe Weinberg, aber eben nicht die biodynamische Variante, in halben Fläschchen abgefüllt, also 0,375er, und der wird dann als Herrenberg Bio verkauft und das andere ist Herrenberg Biodin, der zusammen mit den anderen 3 Mädels und mit Stuart Pickett in dieser Box sein wird. Und es ist der Wahnsinn. Wir haben jetzt es ja noch nicht oft probieren können, weil diese Flaschen sind so abgezählt und so heilig. Wir haben die nebeneinander verkostet an der Verkostungsszene. Also das wurde auch abgedreht. Das war schon mal völlig fernab von dieser Welt. Also das müsst ihr unbedingt euch anschauen, was da rausgekommen ist. Und dann auch nochmal in der Schweiz bei einer Weinverkostung, wo wir auch alle Weine nebeneinander probiert haben mit 40 anderen weinverrückten Leuten. Und die haben auch gesagt, es geht hier um dasselbe und ist doch so anders. Ja, genau. Dann gucke ich noch mal in dem anderen Fenster. Ja, ich habe immer noch Connection. Das ist doch super. Ich mache jetzt wieder dieses Fenster auf. Und in der Zwischenzeit... Ah, die Neugier ist geweckt. Haha. Beim Klaus haben wir schon mal da haben wir die Wein-Weiblich-Gier angestachelt, zu Recht. Also dieser Film ist jetzt genau für diese Zeit gemacht. Wir wussten ja zwei Jahre, dass wir was Wertvolles machen und dass wir auf einer Reise sind und dass wir das mit unbestimmten Ausgang tun, weil es gibt kein Drehbuch für diesen Film und wir haben es einfach getan. Das Leben hat es einfach gemacht. Und es war der absolute Plan, dass es unbedingt direkt und zwar am 23.04. in die Kinos soll. Wir haben uns schon über den roten Teppich schreiben sehen. Wir haben natürlich auch am 6.6. hier die große Wein-Weiblich-Premiere hier auf dem Weingut, die immer noch nicht abgesagt ist. Ganz tief in mir drin spüre ich noch Optimismus und das soll auch so bleiben. Bleibt bitte positiv und optimistisch. Also der 6.6., der steht und wird nur unter bekannten Umständen abgesagt. Aber ich glaube fest daran, dass diese Botschaft, egal in welcher Form, jetzt in die Welt muss. Und zwar Nachhaltigkeit, Natur, der Mensch und Mut. Diese Punkte
die flackern in diesem Film auf. Und wir haben gar nicht gewusst, wir haben natürlich gar nicht gewusst, dass sowas kommt. Aber irgendwie scheint es jetzt genau die richtige Botschaft zu sein. Natürlich geht es immer noch um Wein und natürlich geht es immer noch um das, was es um Wein weiblich geht, um starke Frauen, die Wein machen und um diese Reise und, und. Aber irgendwie ist es gespenstisch, dass es noch so eine andere Dimension jetzt gekriegt hat. Also in erster Linie müssen wir es noch positiv sehen, wir müssen es positiv lecker sehen und wir müssen jetzt Tag für Tag sehen, wie das jetzt alles weitergeht. Aber die Neugier ist geweckt und ich bin froh, dass die Leute positiv und neugierig und immer noch Wein trinkend in die Zukunft sehen. Muss schon wieder trinken. Aber ich trinke kleine Schlückchen, okay, dass ich noch hier so schön beantworten kann, meine Fragen. Hier ist auch die Frage, wann diese Box in die Vermarktung kommt. Gepackt werden die Päckchen bei der Silke in Baden, in der Shelter Winery. Dort werden wir sie alle zusammen aufreihen. Und dieses magische Datum, 23.04., wenn eben diese München-Premiere, also diese absolute Weltpremiere gewesen wäre. Sie ist es ja trotzdem, nur halt online. Also an diesem gefühlt magischen Datum, 23.04., wird der Verkauf starten. Ihr könnt aber natürlich auch schon, es gibt schon Wartelisten, die ich hier ganz fleißig führe. Könnt euch da draufsetzen und dann kriegt ihr Bescheid, wenn es losgeht. Aber wie gesagt, Ende April ist das Go. Ja, die Flaschen sind auch gezählt, also es wird insgesamt 600 heilige Pakete davon geben. Und wenn weg, dann weg. Aber es ist ja auch gut. Wein muss nie unendlich und in rauen Mengen vorhanden sein, weil es ist ja auch so ein bisschen, das macht ja auch das aus. Dieses Kleine, dieses, was wir feiern, Kleinsterzeuger, die keine Massenproduktion machen und die auch nichts irgendwie dann noch schnell nachschieben, sondern fort ist fort, sagt der Rheinhesse. Also, wenn es ausgetrunken ist, dann war es das. Und dann gibt es aber auch immer wieder was Neues zu entdecken. Und natürlich werden die Winzerinnen auch weiter Wein machen. Und die Winzer auch. Die ganz treuen Weinproduzenten, die euch jetzt hier so ein bisschen nett durch den Feierabend begleiten. Das ist unser Job. Wir wollen glücklich machen. Ja, wir wollen doch nichts anderes. Wir wollen glücklich zusammen ein Glas Wein trinken. Ja, ah ja. Genau, und natürlich, Klaus, ich denke an die Weinprobe. Übrigens ganz nett, wenn man mit YouTube per Du wird. Das ist so schön, so schön. Die Weinprobe für euren Wuppertaler Konvent, die machen wir mit den Flaschen. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall, ja, das noch reservieren. Da schreiben wir vielleicht morgen eine E-Mail dazu, dass das safe ist. Und ich sage auch Tschüss zu Klaus. War nett mit dir, mit euch zu plaudern. Geht natürlich noch ein bisschen weiter. Wir haben noch ein Viertelstündchen. Und was ich jetzt noch mache, ist, ich warte auf nächsten Fragen. Und ich mache jetzt aber auch was, weil wir sind ja hier völlig in diesem digitalen Zeitalter. Wir machen jetzt hier mal so ein Haha, man kann ja gar nicht mehr ohne. Schlimm, oder? Kennt ihr das auch? Ist so schlimm, man kann gar nicht mehr ohne diesem Tickel-Tackel-Handy-Ding. Aber wir machen natürlich, dass alle Leute jetzt mitkriegen, was wir hier machen. Einen kleinen Live-Chat. Boah. Mit Boomerang wird einem ja schon schön schlecht. Also. Live auf YouTube. Hoffentlich habt ihr noch viele Fragen für mich, dass mir in der letzten Viertelstunde noch langweilig wird. Aber wisst ihr was?
Morgen bin ich wieder online. Und alles, was wir da nicht geklärt haben, klären wir morgen. Unter vier Augen. Moment. So. Aha. Witzig ist auch, habt ihr, wie viel, ich weiß nicht, wie viele Bildschirme ihr habt. Ich habe hier zwei. Sehe mich hier, sehe mich da. Sehe leider keinen von euch, aber ich feiere das wirklich, dass wir das zusammen machen. So. Ich guck mal, ob hier noch Fragen sind. Nee, gerade nicht. Ach so schön, was wir so schön miteinander gechattet haben. Sieht so aus, als ob ich mir bald so einen Selfie-Stick kaufen muss. Aber so weit bin ich noch nicht. Noch geht's auch ohne. Ich habe ja einen langen Atem und einen langen Arm. Sorry, ich trinke mal einen Schluck Wasser, okay. Jetzt kann ich hier ganz gemütlich, ich habe hier alle meine Fragen. Abgearbeitet. Schreibt kurz mal was an euch. Man muss es auch einfach mal schreiben. Bin ja jetzt hier die Laber-Rhabarber-Tante und habe gerade mal geschrieben, dass ihr wirklich klasse seid. Aber es ist halt auch alles ein Test. Also, wir sind es noch gar nicht gewöhnt. Wir werden auch gerne, also diejenigen, die jetzt hier brav auch mitgemacht haben, die können gerne, und das wird mich auch echt voranbringen, mir schreiben oder in irgendeiner Form Rauchzeichen geben, was sie sich noch wünschen, wie was sie noch anders machen können oder besser machen können. Die Idee mit dem YouTube-Live-Chat war sicherlich ganz, ganz klasse. Und das machen wir morgen wieder. Jetzt gucke ich aber mal hier. Gude! Gude! Der Gude hat gesagt, schon mal vielen Dank fürs Fragen beantworten und die tollen Verkostungsvideos. Komme sicher bei Gelegenheit mal wieder vorbei. Zum Picknick oder einfach zum Einkaufen. Also zum Picknick. Ich bin ja echt voll am Heulen gerade. Ja, es stimmt. Heute wäre Weinpicknick gewesen. Und es ist so komisch, dass man sich irgendwann damit halt abfindet, dass alles anders ist. Also, ich habe lange immer gedacht, ach, heute hätte ich jetzt das und das gemacht oder dies und das. Und also, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich jetzt Wein ausschenken würde? Was wäre, wenn jetzt die ganze Wiese voller Menschen wäre? Was wäre, wenn ich jetzt einfach unbeschwert mit meinen Freunden ein Glas Wein trinken würde? Dieses Was wäre, wenn? Das kommt Kommt einem einem schon schon jetzt jetzt häufiger häufiger in in den den Kopf, Kopf, aber aber im im Moment Moment bin bin ich ich so so auf auf dem dem Level, Level, wo wo ich ich sage, sage, es es ist ist jetzt jetzt so, so, wie wie es es ist. ist. Und Und natürlich natürlich vermisse vermisse ich ich jetzt, jetzt, ich ich vermisse vermisse die die ganzen ganzen Leute Leute hier hier auf auf der der Wiese, Wiese, weil weil das das ist ist mein Steckenpferd, dass Menschen zusammen Wein probieren. Also
Menschen, die einfach Aug im Aug sich sehen und auch direkte Gefühle austauschen können. Das fehlt mir natürlich auch so ein bisschen, dass ich euch sehe und dass ich ein Lachen sehe, dass ich eine Stirnrunzel sehe. Dann sehe ich nämlich auch gleich, da schmeckt vielleicht irgendwann nicht, da müssen wir mal mit einem anderen probieren. Also das ist natürlich so ein bisschen das, was fehlt, dieses Zwischenmenschliche. Und für mich hoffe ich ganz stark, dass wenn wir irgendwann da rausgehen, dass wir nach wie vor wirklich Vertrauen haben. Vertrauen in Dinge, in die wir immer Vertrauen hatten. Und Wein ist sowas, was über Jahrhunderte, Jahrtausende immer was mit Zusammenkunft von Menschen zu tun hatte. Ganz in seinen Ursprungsideen war natürlich Wein zum Haltbarmachen von Wasser, ja, auch eine gute Sache. Es gibt ja heute Leute immer noch, die versuchen, Wein mit Wasser haltbar zu machen, indem sie Schoppen trinken, Wein mit Wasser gemischt. Aber früher war es wirklich so, dass man das Wasser sonst schwierig trinken konnte und auch krank davon geworden ist. Also vom Mittel zum Zweck in damaliger Zeit bis hin zu wirklich Geselligkeit und Vernetzung von Menschen. Und das funktioniert jetzt in dieser Zeit auch immer noch. Also die Menschen vernetzen sich, die Menschen schauen zusammen und trinken zusammen ein Glas Wein. Also gemeinsam und doch einsam. Aber es macht mich positiv gestimmt für die Zukunft. Das werden wir gut meistern. Axel, hey Eva, coole Sache. Eine Frage. Hat es mittlerweile genug geregnet oder fehlt noch viel? Also jetzt mal eine Wetterfrage. Das Wetter. Wir haben ja im Moment so ein bisschen, also in der ganzen Landwirtschaft eigentlich. Ich spreche ja jetzt nicht eindimensional für Weinbau, sondern ich rede jetzt einfach mal für das große Gesamte, das Wachsen von Kulturen. Die Rebe hat natürlich ein bisschen den Vorteil, dass sie diese langen, tiefen Wurzeln hat. Gerade diese alten Reben, die gehen ja bis zu 15 oder auch mal 20 Meter tief in den Boden rein und holen sich dann das Wasser, von dem eigentlich keiner mehr weiß, dass irgendwo noch Wasser sein könnte. Also wo man denkt, da ist nichts mehr, da holen sich noch was. Die alten Knorzen. Ja? Deswegen gehen ja jüngere, kleinere Kulturen schneller in die Knie. Also je jünger und je flachwurzelnder, umso schwieriger ist es, dass zu wenig Wasser da ist. Was jetzt natürlich genial war, ich meine, so schneereich war der Winter jetzt nicht, aber doch relativ regenergiebig. Ich war jetzt noch nicht, da bin ich jetzt ganz ehrlich, war noch nicht an der Statistik dran. Normalerweise hat man dann gleich so ein Statistikwunder und sagt, im Vergleich zu so und so viel Liter war das und das und die Jahre zuvor, bla bla bla. Dieser Winter, ja, war nasser als die Vorgängerjahre. 2018 hatten wir wirklich den Glücksfall, dass der Winter auch ein bisschen nass war und so dieses Jahr, dieses Durststreckenjahr ein bisschen überwintern konnte. Jetzt sind auch die Vorräte relativ gut aufgefüllt, wobei ich jetzt auch schon wieder, wir hatten letztens hier was ausgegraben in den Weinbergen, da hatten wir mal einen Test gemacht. Und da war ich auch baff, dass trotz so viel Regen eigentlich der Boden immer noch so ein bisschen knochig ist. Also es dauert auch wirklich seine Zeit, bis diese Sättigung eingetreten ist. Und natürlich verfolgen wir mit einer Riesenspannung die weitere Witterung vom Jahr. Also wir vertragen noch viel Regen, also her damit. Aber bitte lasst uns mit Regen verschonen im September, Oktober, da brauchen wir nämlich keinen mehr. Aber ja, war schon mal ein guter Winter, über den wir uns nicht beschweren können, weil gefühlt, ihr merkt es ja auch, wenn ihr zu Hause sitzt und nicht raus könnt, weil es regnet. Und das war schon öfter der Fall jetzt im Winter, was auch gut war. Und da darf man sich auch nicht ärgern, weil sogar meine 6-jährige Tochter hat es kapiert, die ist auch schon früh antrainiert, die halt aus dem Fenster guckt und sagt, ach, wir können ja heute gar nicht raus, und hat eine kleine Träne im Auge und sagt, aber Mensch, die Pflanzen brauchen das doch. Und das ist immer das Schöne, wenn man sich dann mal
so einen gechillten Abend oder Tag auf dem Sofa macht oder auch nicht richtig raus kann oder Pläne umwerfen muss und dann sagt, aber sorry, das Wetter ist immer für was gut. Obwohl ich sagen muss, nicht jedes Wetter ist für was gut. Nicht alles das, was nass vom Himmel kommt, ist gut. Also wenn ich da an Hagel denke, da waren wir letztes Jahr leider mit dabei. Also kurz vorm Herbst hat es gehagelt und diese Art von Niederschlag, die treibt dir wirklich die Tränen in die Augen. Also Hagel ist natürlich das Allerwenigste, mit dem man seine Bodenwasserspeicherkapazität auffüllen sollte. Aber wir hatten das Glück, und ich spreche jetzt also wirklich für den 2019er Jahrgang, der wär mir fast flöten gegangen, muss ich sagen, in großen Teilen, weil es in der Ebersheimer unsere Hauptgemarkung gehagelt hatte. Das war wirklich ziemlich, ziemlich wild, ziemlich bös. Und das hat aber, es hat Beeren rausgehagelt, ganze Teile von Trauben weggehagelt. Und danach kam die erlösende Trockenheit. Also wir hatten noch nie so sehr die Trockenheit gefeiert wie nach diesem Hagel, weil alle diese kaputtgeschossenen Hagelbärchen, die wurden in der Tat dann von der Sonne eingetrocknet, von der Trockenheit eingetrocknet und kamen dann auch nicht zum Tragen, als es dann um die Ernte ging. Also danke, danke an oben, dass du so einen schönen nassen Winter gemacht hast und danke, ja, dass es letztes Jahr noch so geklappt hat. Ja. Das heißt, der Axel hat hier die Eingangsfrage gestellt, für sich selbst. Die Starter, die Motivationsfrage, hab's auch, oh, Gott sei Dank, gut beantwortet, ausreichend beantwortet. Und er fängt jetzt an mit dem roten Riesling. Auf geht's, Axel, auf geht's, Leute. Wir sind ja schon, Mensch, die Zeit vergeht. Am Anfang habe ich so ein bisschen mit mir selbst geredet hier bei der Winzerinnen-Sprechstunde, aber auch nur, weil ich euch gar nicht gesehen habe. Wunder der Technik. Zum Glück hat mein Management gleich angerufen und hat gesagt, ey Eva, du redest mit dir selbst und alle wollen mit dir reden und du siehst das gar nicht. Also ich lerne dazu, ich lerne für morgen dazu. Es wird ganz wunderbar werden und es ist ja auch der Sinn in dieser Probe, der ganz, ganz tiefe Sinn, dass wir an einem Abend nicht alle Weinchen gleichzeitig wegpetzen müssen. Sondern dass man das sich auf mehrere Abende in der Tat auch verteilen kann. Und ich darf euch herzlich dazu einladen, einfach weiterzumachen, einfach weiterzuprobieren. Verteilt euch, lasst euch Zeit, ich bin für euch da. Beantwortet die Fragen Freitag, Samstag und wünsche noch ganz viele wundervolle Genussmomente. Ganz, ganz viele aufgeregte, spannende Fragen. Löchert mich.